Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge den Menschenfresser und die Hornisse erledigt und müssten jetzt, glaube ich, soweit durch sein mit den Nebenmissionen hier. Wir gucken nochmal. Einmal zum Camp zurück, wo es mir hier und hier jetzt noch eine Nebenmission anzeigt, aber wir gehen gleich mal in den Truck und gucken mal auf die Komplettkarte, ob wir jetzt alles geschafft haben, sonst machen wir da eben noch was. So, wo ist er denn? Hier hinten. Guter Jakob, wir müssen los. Bereite den Truck vor. Jetzt gucken wir mal. Wir haben noch zwei normale Nebenmissionen, ne? Aktive Mission haben wir und verfügbare Mission Schätze des Lebens. Dann müssen wir die noch finden. Ansonsten ist natürlich Mist. Und wo soll die sein? Ist das die? Jäger und Gejagter, genau. Jäger und Gejagter. Konvoi gezinkt, Händler, aber mir zeigt es keine weitere an hier. Das ist schon wieder ein bisschen komisch. Dann weiß ich es leider nicht. So, weil wir haben auch hier in den Missionen mit die auf jeden Fall nicht mit drin. Was machen wir am dümmsten? Ja, da müssen wir doch wieder woanders hin. Das ist halt komisch, ne? Verfügbare Missionen, Schätze des Lebens, aber nirgendwo auf der Karte zeigt es dir an, wo die sein könnte. Halt ärgerlich, weil jetzt noch eine offen ist, aber ich habe jetzt auch keine Lust, eine ganze Folge hier rumzurennen und nach der Mission zu suchen. Dann lassen wir es erstmal. Waldenklave? Ach, ich bin doch voll dumm. Wir sind doch gar nicht hier. Ich bin doch hier. Ja, okay, dann erklärt sich so einiges. Entschuldigung. Nee, also haben wir hier alles geschafft. Sehr gut. Dann könnten wir nach Trenchtown die jetzt abgeben. Macht aber keinen Sinn. Das machen wir am Ende gebündelt. Hier haben wir noch eine Quest frei, aber Steinbruch auch noch. Wir gehen jetzt erstmal zum Steinbruch, machen hier die Mission. Dann würde ich sagen, machen wir wieder Story ein bisschen weiter und dann machen wir immer so nach jeder Story-Mission vielleicht nochmal hier ein Gebiet, dass wir das wirklich alles abarbeiten. Ja, macht Sinn. Irgendwie, weil das jetzt so groß dargestellt wurde, dachte ich, wir sind in Trenchtown, aber das ist so nicht ganz korrekt. Dann wieder auf zum Steinbruch und dann fangen wir mal hier an, Nebenmission zu erledigen. Wir sind im Camp. Es gibt hier eine letzter Wunsch. Die haben wir schon gemacht. Das Erbe der Outriders ist noch offen. Historiker haben wir, Jäger haben wir. Also das alles noch da. So, jetzt müsste man nur mal wissen, welcher Ausgang ist es denn. Wir haben aber hier schon eine Flagge aufgenommen, ne? Oder eingenommen. Dann lasst uns mal hier an den Flaggenpunkt gehen. Dann können wir uns zumindest gleich hin beamen. Ja, hier können wir hin und können das gleich erledigen. Wäre mir halt schon ganz lieb, wenn wir zumindest alle Missionen mal durchgespielt haben hier im Let's Play. Bin dabei. Klingt ja nichts, wenn wir nur Story durchreißen. Habe ich am Anfang ein bisschen gemacht, aber jetzt holen wir das alles wieder nach. Und dann sollte das ja auch zeitnah erledigt sein. So, wir haben, sprich mit Jakob. Hä? Nein, die wollte ich nicht verfolgen. Jäger Großmaul wollte ich verfolgen. Wo ist der Jäger Großmaul? Was ist es? War das bloß der Wind und Klackern? Klang irgendwie ganz merkwürdig gerade über die Kopfhörer. Ja, super. Hätten wir auch einfach hier quer rüberlaufen können, ne? Ja, das Navi, wie es halt immer so ist. Ich denke mal, in der Folge schaffen wir. Wir schaffen auf jeden Fall hier die Jägermission und wir werden noch eine andere schaffen. Und dann machen wir nächste Folge noch die dritte Mission und dann wieder Story weiter und dann machen wir das immer so ein bisschen gemischt. Na komm her. So, Reißerlies. Ey. Aua. Come on. Ah, das wären mir ein paar zu viele. Die sind zwar langsam ohne Ende, aber wenn sie dich treffen, dann hat es doch meistens in sich. Ja, von hinten.
aber trotzdem kein Problem. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet soweit. Weltstufe 10 kommt bald. Wir haben die 21 erst erreicht, das heißt, da wird es noch ein bisschen dauern. Es sind halt echt viele einfach von denen, ne? Und bestimmt wieder so ein Kriecher oder sowas. Obwohl, nee, das wird kein Kriecher sein. Ich glaube, das ist ein anderes Vieh. So, dann haben wir die. Wenigstens ein bisschen Erfahrung gebracht, nicht ein Loot-Teil. Das ist doch nett. So, da haben wir es, Großmaul. Zum Glück haben wir die Lava-Geschosse noch aktiv. Oh, ah. Spring doch. Oh, ich bin gesprungen, er hat es nicht gemacht. Wir brauchen hier mal so einen Steinhaufen zum Verstecken. So, ohne Deckung, ohne alles gegen den. Aua. Oh, ah, shit, ey, wir sterben doch jetzt nicht. Ach, gibt's das denn? Wie viel Pech kann man denn haben? Der erwischt uns zweimal hintereinander und so ein anderes kleines Vieh kommt mit seinem komischen Stromkack da an. Ah ja, da müssen wir es halt nochmal probieren. Entschuldigung, ich war auch echt nicht der Beste gerade, gebe ich offen und ehrlich zu. Man muss aber auch immer erstmal ein paar Minuten wieder reinkommen. Dadurch, dass wir die hier eigentlich so leicht wegfetzen konnten, war ich jetzt gar nicht drauf aus, dass man mehr beim Boss sterben könnte. So, jetzt sagt ihr erstmal alle Tschüss. Müssen nur mal gucken. Wenn ich jetzt zu schnell durchkomme, haben wir dann wieder keine Lava-Geschosse, wenn der Boss kommt. Aber wir werden das schon irgendwie machen. Ach, komm doch her. Wo haben denn die ihren kritischen? Das ist das Maul, oder? Ja, manchmal, wenn ich auf den Kopf direkt ziele, passiert nichts, aber ich glaube, vorne ins Maul rein. Da haben sie es am liebsten. So. Kommt euch beide noch, dann holen wir euch euren Chef. Oder eure Mutti oder Papi. Und dann haben wir die Quest doch auch wieder geschafft. So, jetzt kommt Großmaul. Und wir brauchen hier direkt so eine Deckung. Ohne gehe ich hier nicht mehr weg. Ja. Auf jeden Fall auch erstmal seine kleinen Kumpels holen. Ach, hier, genau das ist es nämlich, was der am Ende dein Leben kostet. Nämlich die kleinen Biester. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Aua. Ach, geh doch weg. Ah, der kommt doch gleich wieder angerannt. So, jetzt haben wir... Ah, es kommen immer mehr Kleine. Das ist echt scheiße. Die sind das größere Übel hier. Ah, ich bin doch schon gerannt. Ja, wir müssen die erstmal wegkriegen, weil wenn die hier genau diesen Scheiß machen, wäre halt echt ein Problem. Ich kann mich nicht auf 5 Sachen gleichzeitig konzentrieren. So, jetzt haben wir ihn alleine. Er hat Bock auf Nahkampf. Ich aber eher nicht so. Jawohl, jetzt gibt's Lava-Geschosse ins Maul. Ach, geh doch weg. Das hat ihn auf jeden Fall ordentlich gekostet. Und bloß noch ein Schuss. Den nicht mal getroffen, glaube ich. So, nein. Geh weg. Wenn jetzt keine anderen Kleinen mehr nachkommen, dann ist es eigentlich relativ easy. Also hier mit so Sachen umrennen, das hilft bei den Bossen fast immer. Oh Gott. Ah, wir schaffen das. So. Weiß nicht, können wir den einen äschern? Nee, ne? Den Bossen klappt das meistens nicht. Aber ich bin ja schon mal froh, dass hier nicht unendlich viele Reißer nachkommen. Hätte nämlich auch passieren können. Das heißt unendlich viele, aber das hier, ihr wisst schon. Einfach zu viele nachkommen. Und jetzt kriegen wir ihn. Mit dem Magazin holen wir uns den.
Na, da ging's doch. Der erste Tod wäre echt ein bisschen ärgerlich, hätte nicht sein müssen. Aber naja. Dafür halt beim zweiten Versuch. So, wir haben das. Dann ist die nächste Quest, die jetzt hier noch war, der Historiker einmal hier unten. Und wir haben noch Nebenmissionen. Letzter Wunsch haben wir schon. Das Erbe der Outriders haben wir anscheinend noch nicht weitergemacht. So, dann sind wir hier. Wir reisen hier vorne hin. Na, obwohl. Dann wissen wir wieder nicht, wie rum wir stehen. Jetzt sind wir gerade links gelaufen. Wir gucken mal. Kriegen das schon irgendwie hin, da runter zu kommen. Ich finde das halt ein bisschen ärgerlich, dass halt wirklich kein Richtungspfeil auf der Karte ist, in welche Richtung man gerade guckt. Sondern halt einfach wenigstens weiß, hey, ich guck gerade hier lang oder hier lang. So, weil, wo sind wir denn? Wir sind hier rausgekommen. Hier hinten lag, glaube ich, das Teil. Und dann sind wir hier lang gelaufen, richtig? Ich glaube. Das heißt, wir sind hier lang, also müssen wir genau in die andere Richtung. Gut, wenn wir da lang gelaufen sind, dann wahrscheinlich jetzt hier, ne? Die erste dann, die erste rechts rein. Wir werden es schon irgendwie finden. Gucken, ob wir jetzt gleich überrascht werden oder ob hier noch Ruhe ist. Ich glaube hier drüben jetzt. So, genau, die Historiker-Mission. Dann machen wir die noch. Und dann noch die letzte Nebenmission hier, die Erbe der Outriders. Oder des Outriders. Und dann haben wir den Steinbruch auch voll und ganz erledigt. So, wir sind jetzt hier. Team im Kampf. Schnellreise ist vorübergehend deaktiviert. Hä? Was zur Hölle? Ah, Gott. Ah, ach, ich bin im Kampf. Sag das doch. Kann mich nicht bewegen. Jetzt. Wo kam die denn her? Ich dachte jetzt so Team im Kampf. Ich dachte jetzt irgendwie, bin ich irgendjemand beigetreten oder ist mir jemand beigetreten? Ja, sein könnte, dass ich in Beitrittsoption noch offen stehen habe oder so. Macht man ja mal, wenn man im Multiplayer ist. Aber nee, ich wurde einfach nur heftigst angegriffen. Ja, zum Glück sind wir nicht gestorben. Das wäre richtig ärgerlich gewesen. So, ist jetzt wieder gut. Darf ich jetzt kurz auf die Karte gucken? Vielen Dank. Also hier irgendwo soll sie sein. Also räumen wir einfach mal den Bereich frei. Es geht gleich los mit einem Alpha. Zum Glück haben wir noch Lavageschosse drauf. Ich hoffe, es bleibt bei dem einen. Zumindest vorerst. Na, jetzt kommt er nämlich nochmal an. Nee, er verbrennt. Verbrennen, verbrennen. Danke. Irgendwo soll noch was kommen. Ich weiß nicht wo. Entweder von hier oben gleich runter oder von hier hinten. Ich kann natürlich gerne noch warten, bis die Lava... Ah, hier. Jetzt sind sie fertig. Kommt hier noch was Großes oder war es das? Irgendwas kommt noch. Irgendwie nicht so der schlaue Move, da hätte ich lieber von der Ferne raus auf, von der Ferne aus drauf geschossen. Ich dachte, mir lässt er alle mal nahe kommen. Entschuldigung, ich kann heute nicht quatschen. Du machst die Asche-Detonation, dass die alle eingeäschert werden, aber effektiv hätte es, glaube ich, mehr gebracht, wenn ich einfach schon aus der Ferne den Alpha hier vorgeknüpft hätte. Ist doch gut. So. Dürfte ich jetzt hier in Ruhe mal lang gucken. Das wäre sehr freundlich. Keine Kiste versteckt. Irgendwie ein bisschen aus wie riesige Spinnweben. Hier kommen die nächsten. Mal schauen. Wir werden hier jetzt einfach alles freiräumen. Dann kommt sowieso bloß wieder ein Hinweis von wegen... Da liegt irgendwas, was du der Madame mitbringen sollst und dann ist die Quest ja auch schon geschafft. Dann freue ich mich auf jeden Fall auch, wenn wir hier fertig sind, wieder ein bisschen mit Story weiterzumachen. Ja, eigentlich wird es so langsam ziemlich spannend.
Ja, ich will jetzt auch nicht die ganze Story durchspielen und am Ende erst alle Nebenmissionen. Das wird dann auch ein bisschen langweilig. Dann machen wir es eher so etwas gemischt. Wollte gerade sagen, sieht mir ein bisschen zu ruhig aus hier. Und effektiv ist es auch alles Erfahrung, was wir hier sammeln. Und natürlich auch Loot, den wir kriegen. So. Ist das noch ein Alpha? War denn das, was da gerade so angebrochen kommt? Ja. Zwei Alphas? Ne, das da drüben ist ein giftiger, glaube ich. Bin mir halt immer nicht ganz sicher, ob das so viel Sinn macht, auf den Kopf zu zielen. Weil gerade bei denen hier, wenn die sich so schnell bewegen, dann trifft man zwar ein ganz paar kritische. Bei dem jetzt geht's, der bleibt halt ruhig stehen, ne? Aber bei den Alphas, dann trifft man zwar ab und zu ein paar kritische, es gehen aber auch viele daneben, weil die halt die ganze Zeit mit dem Kopf hin und her wackeln. Und dann ist die Frage, ist es schlauer, einfach Dauerfeuer auf den Körper drauf? Oder lieber mit ein paar Fehlschüssen rechnen und dafür aber die kritischen mitnehmen? Das ist nur bei manchen Gegnerarten so, aber wenn die dann so einen ganz kleinen Punkt haben, den du treffen musst, gerade halt am Kopf und dafür die Hälfte der Schüsse dann irgendwie oben drüber oder rechts, links daneben vorbeigehen, frage ich mich immer, was da die sinnvollere Variante ist. Bei den Kleinen hier ist ja eh egal. Naja, ich denke mal, die kritische Treffervariante wird schon besser sein. So geht's auch, ne, wenn der hier kurz so getaumelt, rumtaumelt und, ah, oh, zwei Alphas. So denn das? Ah, ich bin zu weit hinten. Ich würde jetzt gerne erstmal den einen. Naja, dann machen wir gleich beide tot. Was soll's. Ah. Gib mir Leben. Und lade bitte noch schneller nach. Danke. So, wo ist der Giftige? Hier ist er. Da haben wir es geschafft. Hier drüben stand noch eine Kiste, die müssen wir uns gleich noch einsacken. Die hatte ich eben schon gesehen. War auch relativ schwer zu übersehen. So. Jawohl, was Gelbes, was Blaues hier oben. Was Gelbes, was Grünes natürlich. Schön wäre es, wenn es was Gelbes bzw. Goldenes wäre. Und hier vorne zeigt es mir die Mission an. Hier liegt irgendwas Artefakt-ähnliches. Das wird Beauvoir gefallen. Und damit haben wir das auch schon geschafft. Sehr schön. Dann müssen wir das Erbe des Outriders noch weitermachen. Wie kommen wir jetzt am schnellsten hierher? Eigentlich zum Camp und dann den linken Ausgang nehmen und durchlaufen, ne? Weil hier kommen wir nicht durch, ja. Dann latschen wir da nochmal fix hin. So, jetzt müssen wir mal gucken, welcher Ausgang ist es jetzt? Wir sind hier auf Schnellreise lang gegangen. Auf jeden Fall irgendeiner, wo wir zwei Ausgänge haben. Das ist halt irgendwie immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ach so, jetzt sind wir schon hier. Wir sind gar nicht hier, wir sind hier. Moment. Wahrscheinlich doch eher die Richtung. Sind wir jetzt wieder im Camp? Ja, dann ist hier schon mal richtig. Okay, also müssen wir hier lang. Alles klar. Ja, das finde ich noch ein bisschen ärgerlich. Oder dass man einfach auf der Karte die Mission auswählen könnte und eine Navigation hinführt. Oder halt einfach ein kleiner Richtungspfeil, in dem man guckt. Oder einfach Nordost, Südwest oben an die Minimap ran. Es gäbe viele sehr, sehr einfache Lösungen. Aber irgendwie... Ah, jetzt sind wir hier. Verdammt. Doch falsch gelaufen. Genau das meine ich nämlich. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendeinen Tipp und ich übersehe das die ganze Zeit. Mal da oben blinkt was. Vielleicht kann man sich da auch irgendwie selber besser weiterhelfen, aber ich habe einfach keine Ahnung wie. So, wir gucken mal, müssen wir hier oben jetzt lang? Ist das ein Weg? Weil da leuchtet auf jeden Fall irgendwas blau. Es wird ja wahrscheinlich nicht nur eine Munitionskiste sein. Nee, ich glaube, das hier, ja. Das ist der richtige Ausgang.
Na gut, wir machen dann in der nächsten Folge weiter, machen die Story, die Mission und danach die nächste Story-Mission. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.